Hi meine Liebe und herzlich willkommen zum vorletzten Tag, Tag 29 der Experimental Oriental Dance Challenge. Wir tauchen heute nochmal tief ab in ein Gefühl, in eine Emotion. Und zwar ist das die Emotion Freiheit. Ich habe das extra so gewählt, diese Emotionen, die bei mir auch so kamen, was es vielleicht braucht für dich, für die Gruppe an Frauen, die die Challenge mitmacht. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss, weil ich denke, dass auch du oder ihr alle dass es dir ganz wichtig ist, Freiheit in deinem Leben zu haben, vielleicht auch Freiheit der Gedanken, Freiheit im Leben, Freiheit für dich zu wählen, was du vielleicht auch beruflich machen möchtest und genau, und auch im Tanz und um dich kreativ auszudrücken. Genau, wir steigen ein in das Thema Freiheit und schließ wieder die Augen, gleiches Spiel wie gestern. Schließ die Augen, stell dich hin, lass deine Arme hängen, entspann deinen ganzen Körper und jetzt spür, wo ist für dich Freiheit in deinem Körper. Entweder wo ist gerade Freiheit, wo fühlt sich gerade frei an oder auch wo wünschst du dir Freiheit. Und wenn du einen Impuls spürst, dann geh gerne dem nach und beweg dich hier erstmal auf der Stelle. In deinen Bewegungen, die für dich sich frei nach Freiheit anfühlen. Und genieß das wirklich, dieses Baden auch in diesem Gefühl. Und dann lass diese Bewegungen immer größer werden. Sodass du wirklich ins Tanzen kommst. Und lass das kommen, was gerade bei dir da ist. Vielleicht ist es auch was, was dich ganz unfrei fühlen lässt, was gerade jetzt im Moment Raum braucht. Und dann vielleicht wieder sich öffnet. Ich wünsche dir total viel Spaß dabei. Bleib im Tanzen, nimm wirklich ein, zwei Lieder und bleib nur in dieser Freiheit. Und ich bin super gespannt, wie es dir damit geht. Schreib mir gern einfach eine E-Mail und wir sehen uns morgen zum letzten Tag.